Oh, das werde ich schwer durchkommen. Kriegst du da mehr? Ach, hier gibt's keine. Jetzt darf ich mich fahren. Nix, was eine Hauptquest. Ja, zurück nach Miraftur. Miraftur, ja. Zu der ich schon kommen, hoffentlich. Ah, hier kommt. Die Kita haben mich verstanden. Dieser Schlüssel ist aus einer Kiste im Land. Er passt. Ihr habt mich. Ich bin bereit, euch noch viel. Aber dies ist nicht die. Die Kitar haben mich in vielleicht mit diesem hervorragend sagt, würdet ihr redet weiter. Nicht hier. Kommt. Danatret löst meine Kette. In einer Kiste fand ich. Der Schlüssel passt ins Schloss. Hm. Ihr. Wir sollten uns einmal darüber unterhalten. Später. Sandra interessant schalten. Gehen wir zu ihrem Haus. Wahrscheinlich, dass die anderen beiden umbringen. Wenn wir jetzt nicht drauf sind, dann vorspülen, noch das haben wir unser davor. Netterweise. Als ich euch befreite, ihr habt es nicht vergessen. Gut. Nein, nun, dann hört zu. Ich werde von die beiden wollen einen Gegenstand. Dieser Stein ist einer von drei Schlüsseln zu einer Truhe, in der ein Zolovin und Gruolun sind ebenfalls in Besitz. Nun wollen mich die beiden Magier besagen. Kommt Gruolun und Zolovin zuvor. Öffnet dann die Truhe und bringt mir den Fetisch. Ihr findet hier. Na, hier war es nichts von der Truhe. Was könnt ihr machen? Voll drei Steine nehmen. Die Truhe öffnen. Und welche? Ihr habt bereits bestimmt haben sie. Die Wahrheit ist, Gruolun und Renia haben sich gegen mich verschworen. Sie wollen mich ermorden, weil ihr mich. Dann werde ich.
Ich hab's nur noch eine Zeit. Ah ja. 9 Minuten bei der Folge circa. Dann dazu, was machen wir? Wir beenden das Gebiet. Kein Eule zurück, schauen was es dort zum Wochen gibt und dann sollten wir sein lassen. Wer schickt, glaubt ihnen kein Wort. Die Wahrheit ist, die bei mir allein gebührt der Fit. Nehmt Renia und Gier. Stein, Stein, Stein. Das müssen wir wieder zurückkommen, ja? Super. Wo waren? Ich weiß das schon. Hab's vergessen. Hey. Bärmstein leiden irgendwo die Sachen dabei so krank, glaube ich. Sehr geschicklich. Nicht so weise wie, so charismatischer. Und natürlich habe ich bemerkt. Stärke ganz minimal. Riecherfetisch. Ah, bringt mir hier. Erdmagierin. Ich kriege einen Erdmagiespruch. Wir müssen nicht lieber einen Weißmagier übergeben. Und dieser Weißmagier kann uns sicher einen Lebensspruch geben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Tag. So wie Kulden oder was. Zeit liegen wir noch gut. War eure Suche? Ja, hier. Vielen Dank.
Taresens. Taresens. Wir werden angegriffen. Nein, was für Opfer. Er betrachtet überhaupt den Wölfen. Wir werden angegriffen. Die Linien müssen halten. Oh, der hat wirklich das Kurzkrankener. Standhalten, Männer. Die Linien müssen halten. Krieger, zu mir! Ja, was ist jetzt? Der Griecherfetisch gehört mir. Hier. Elementarallmacht. Ah ja, hab ich's frisch gehört. Stufenaufstieg. Geschicklichkeit haben wir gesagt. Meist Magie leben. Reisen wir zurück noch hier auf Tour. Flüchtlingslager.
Entschuldigung. Wenn Dunhan nach Norden gegangen ist, wird Reovis nach Süden gegangen sein. Die Echosümpfe wären ein gutes Versteck. Das Portal liegt im Südosten. Wir müssen um die Stadt herum. Ja, mal Leo gleich mal wieder auf für. Wir schauen wieder, bis der Weg durch hier ist. Vielleicht hätte ich den ja machen. Was sagst du? Ja, es gibt ja kaum einen Weg. Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Runenkrieger, zu mir! Ich verklaufe das. Ist kein Lebensding. Ich bin dann einfach weiter hier. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Ah, das ist so ein Ramal, wirklich frisch entschieden. Obwohl es ja an Jahren tobt. Wir werden angegriffen. Unterschiede. Der Axt ist das so Klangreißer, der Axt ist das Axtbruder. Und der soll, ob es schwächer ist, das wäre ein schwacher Tiermensch. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Stärke zu offen, Geschicklichkeit 3 offen. Nächste Stufe.
Das ist ein Hinterhalt. Schachtruf. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Mit Wachtschützen. Die lachen sogar im Winter durch. Das ist ein Hinterhalt. In Spellfest 1 kann man nur recht gut leveln durch die Gegner selbst. In 2 ist es nur noch um das Ding selbst. Standhalten, Männer! Also, levelt man hauptsächlich nur mit Quests. Vorsicht, Gegner! Ich hoffe, wir sind Reihen gemacht wird. Es ist allgemein mehr um Dings, also um Helden und weniger ums Aufbauen. Wartet! Komm schon, wir müssen weiter! Das waren Elfen. Warum werden wir von Elfen angegriffen? Hier, mitten in Urgard. Rede du, Grimm. Kennst du die Geschichte von Arin, dem Frostweber, und seinem Bund mit den Elfen? Die Sage vom Winterdrachen? Natürlich, aber... Mehr als nur eine Sage. Der Drache ist ebenso wirklich wie Senwen, die Königin, die unter dem Eis für ihn singt. Seit Tausenden von Jahren. Aber nun nicht mehr. Die Eiselfen selbst haben die Königin aus dem Gletscher geraubt, auf das Arin wieder aufsteige und suchend über die Lande fliege. Und diese mit ewigem Winter bedeckt. Wie vor Tausenden von Jahren. Aber den Elfen war ihr Bund mit dem Drachen immer heilig. Heilig? Heilig nur, weil er ihnen die Macht der Eismagie schenkte. Was kann es Besseres für sie geben als einen ewigen Winter, in dem sie absolute Macht besitzen? Also kämpft ihr und der Widerstand nicht mehr gegen die Orks, sondern gegen die Eiselfen? Ja, sie kamen vor einem Mond und vertrieben die Orks aus Miratur. Dann verbargen sie die Königin in einem Gefängnis, oben in der Stadt. Wir versuchen sie mit Hilfe der Flüchtlinge zu befreien. Ich konnte es zuerst auch nicht glauben. Aber Grimm hat recht. Wer sonst kennt das Versteck der Königin? Wer sonst überlebt den ewigen Winter, den der Drache bringt? Wer sagt, dass Schönheit immer ein reines Herz haben muss? Wenn dies euer Kampf ist, so ist es nun auch meiner. Ja, und wir sind bei 3 guten Folgen. Das ist das, was wir beenden da jetzt und ciao, bis zum nächsten Mal.